Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute, ja, mal so ein Mix aus Infovideo und Testvideo. Zum einen möchte ich mal meine Xbox 360 testen, ob die Aufnahme so flüssig läuft, ob es keine Fehler, Komplikationen und so weiter gibt. Und zum anderen wollte ich ein bisschen über ein Thema reden. Und deswegen dachte ich mir, dass ich mal in den Mehrspieler gehe. Leider kann ich nicht online spielen. Ich habe es versucht, ich finde keine Lobby, obwohl hier steht bei Team Deathmatch alleine zum Beispiel 21.000 Spieler in der Liste. Normalerweise müsste ich was finden. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt, da stand, man soll eventuell mal seine Internetverbindung testen lassen. Über die 360 habe ich gemacht, hat auch nichts bewirkt, deswegen kann ich jetzt hier nicht online spielen. Glücklicherweise kann man bei Black Ops allerdings hier auf... Man kann auf Xbox Live gehen und dann auf Kampftraining, das ist quasi... Offline-Online, ein Offline-Online-Modus. Es ist halt quasi eine Simulation des Online-Moduses mit Bots. Ja, das ist im Endeffekt der Modus. Und ich würde sagen, ich wechsle mal die Karte auf Nuketown, weil da geht dann mehr Action ab. Das ist interessanter, finde ich, zum Zeigen jetzt. Und Spielmodus würde ich gerne frei für alle spielen. Ist halt quasi alle gegen alle. Und wer am Ende 1500 Punkte hat, der hat gewonnen. Oder die Zeit ist bis dahin halt abgelaufen. Aber auf Nuketown unwahrscheinlich. Ja, worüber ich mit euch heute reden wollte, ist eigentlich meine PlayStation 3. Und generell über die PlayStation 3. Ihr habt es ja mitbekommen, sicherlich, und ich habe ja auch ein Video darüber gemacht, dass die PlayStation 3, dass Sony bald den PlayStation 3 Store schließen wird. Und deswegen hatte ich halt ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, den Store einmal gezeigt habe und halt, was ich bis zu dem Zeitpunkt in meinem Warenkorb schon gepackt hatte. Einfach um euch mal zu zeigen, welche Spiele ich mir so hole und deswegen, ja, habe ich da so ein Video drüber gemacht. Da lief ja auch alles wunderbar. Da lief alles wunderbar und prickelnd. Und ja, ich hatte Bild, ich habe mir einen HDMI-Splitter extra geholt, weil für die PlayStation 3 braucht man ja einen HDMI-Splitter, weil die halt, die PlayStation 3 hat halt so einen Schutz und den muss man mit einem Splitter umgehen, damit man überhaupt ein Bild über OBS bekommt. Deswegen, das hat auch alles wunderbar funktioniert. Und da konnte ich auch nicht meckern. Nur, dann wollte ich eigentlich... Ich habe mir ja schon so Gedanken gemacht, welche Projekte ich so bringen werde auf meiner PlayStation 3. Weil ich habe euch ja erzählt, dass ich das lange vor mir hergeschoben habe, weil ich halt keine Erfahrung mit OBS habe und ich das Problem habe, dass, wenn ich mich nicht auskenne mit einem Programm, halt absolut... keine Motivation habe, mich mit diesem zu beschäftigen, weil ich einfach nicht die optimalen Einstellungen kenne und keine Lust habe. Ach, mein Gott. Und keine Lust habe, ja, quasi Videos aufzunehmen, wo ich weiß, dass ich eben nicht alles weiß und nicht die besten Einstellungen habe, das Video nicht in dem Sinne perfekt ist. Und es hätte besser sein können, wenn ich mehr Erfahrung gehabt hätte zu dem Zeitpunkt. Und deswegen habe ich mich lange Zeit nicht mit OBS beschäftigt, aber jetzt... Durch diese Store-Schließung habe ich mir dann doch mal gedacht, ja, dann beschäftigst du dich dann doch mal damit so ein bisschen. Kannst ja langsam mal anfangen, mal Konsolen aufzunehmen. Und genau. Deswegen habe ich das Ganze dann gemacht. Ein paar Tage später dachte ich mir dann so, ja, du kannst ja mal ein PlayStation 3 Testvideo machen, wo du dann mal so ein bisschen... Es ist schwer, hier über ein Thema zu labern, wenn das hier so actiongeladen ist. Ich hätte mir ein anderes Spiel aussuchen sollen. Aber ja, ich dachte mir, ich kann mal ein Testvideo machen. Und wollte ich dann auch machen. Habe also meine PlayStation 3 wieder angeschlossen, weil ich hatte noch was anderes ausgetestet mit einer anderen Konsole. Hat auch super funktioniert. Habe dann also wieder meine PlayStation 3 angeschlossen. Und siehe da, ja, auf einmal hatte ich kein Bild mehr. So, dann habe ich natürlich ein bisschen Ursachenforschung betrieben, habe... versucht, den Grund zu finden. Dachte, vielleicht liegt es am HDMI-Kabel. Hab also das HDMI-Kabel einmal ausgetauscht bei meiner Elgato und auch an der PlayStation selber. Und, also ich hatte ja noch ein paar HDMI, ich habe ein paar mehr HDMI-Kabel hier rumliegen, deswegen war das kein Problem, das mal eben so zu machen. Und, naja, es hat überhaupt keine Wirkung gezeigt. Ich hatte immer noch kein Bild. Ich hatte immer noch kein Bild und... Naja, was macht man denn dann? Dann war natürlich die Frage, woran liegt es jetzt tatsächlich? Ich habe jetzt... Ich denke mal, das wird der HDMI-Splitter sein.
aber den habe ich ja eigentlich erst gekauft. Deswegen kann das eigentlich auch nicht sein, dass der jetzt schon defekt ist. Oh mein Gott, mein Aiming ist so off, ne? Ich bin so raus aus COD, das ist so schlimm. Und ich weiß bis jetzt immer noch nicht, woran es jetzt genau liegt. Ich denke mal, wie gesagt, es wird der HDMI-Splitter sein, was ziemlich traurig wäre, weil ich habe den, wie gesagt, ja erst letztens gekauft. Der ist ja noch neu, eigentlich. Das kann eigentlich gar nicht sein, aber naja, manchmal geht sowas ja ziemlich schnell defekt. Soll es wohl geben. Hab dann also meine Xbox 360 genommen, weil die braucht ja kein HDMI-Splitter, um ein Bild anzuzeigen bei OBS. Und naja, siehe da, man sieht's ja hier. Es läuft einfach wunderbar. Ich hatte mir ja auch eine neue PlayStation 3 gekauft. Jetzt nicht deshalb, sondern einfach, weil meine alte PlayStation 3 so ein bisschen, ja, so eine kleine Macke hat. Ich muss die Konsole halt immer zweimal starten, damit sie überhaupt anbleibt. Ich fahre sie halt hoch. Dann fährt sie auch hoch, aber nach ungefähr einer Minute oder so fährt sie dann runter. Und dann muss ich sie nochmal starten und dann bleibt sie meistens an. Ich hatte letztens auch den Fall, dass ich sie dreimal sogar starten musste, also deswegen habe ich bei ihr so das Gefühl, dass sie nicht mehr lange mitmachen wird, sagen wir es mal so. Deswegen habe ich mir vorsorglich schon mal eine zweite PlayStation 3 geholt, weil ich sowieso schon länger das Interesse an einer 60 GB Version hatte. Wisst ihr? Holy shit. Und deswegen habe ich das auch gemacht. Die ist auch jetzt schon lange hier, also schon ein paar Tage jetzt hier bei mir. Und die ist auch wunderbar, also da kann ich mich nicht beklagen. Ich wollte sie nur halt auch anschließen und da habe ich halt, wie gesagt, immer noch kein Bild. Und das ist ziemlich ärgerlich, weil ich mir im Hintergrund schon so ein paar Gedanken gemacht habe, was kann man mal für PlayStation 3 Projekte eigentlich machen. Weil ich habe schon immer mal Lust gehabt, Konsolenspiele aufzunehmen. Aber wie gesagt, immer, ich habe mich so ein bisschen gedrückt, mit OBS mich auseinanderzusetzen. Deswegen war das für mich nie irgendwie ein Thema. Und ich werde jetzt nochmal eine andere Karte nehmen, damit ich noch ein bisschen weiter darüber reden kann. Ich merke immer wieder, dass ich irgendwie nicht so gut bin, solche Themen anzusprechen, während ich hier so ein Gameplay spiele. Das ist immer so ein bisschen, vielleicht liegt es daran, dass es zu actionreich ist. Ich weiß es nicht. Oder ich bin halt einfach generell nicht gut in sowas. Das kann natürlich auch sein, weil ich das jetzt auch nicht so oft mache. Also normalerweise kommentiere ich ja Gameplay bezogen. Aber hier mache ich das ja mit der klaren Intention, dass ich euch eigentlich eine Information vermitteln will. Und kriege das jetzt irgendwie gerade nicht richtig hin. Ich nehme mal irgendeine andere Map, die ein bisschen größer ist. Dann nehmen wir mal diese. Spielen wir einfach nochmal eine Runde hier. Ich hoffe, bis dahin habe ich das Thema abgehandelt. Ja. Das heißt, ein anderes Thema hatte ich auch noch. Die 60 GB Variante ist ja cool, weil sie ist abwärtskompatibel, auch zur PlayStation 2. Das hat Sony ja ein Modell später schon wieder entfernt. Und sie hat auch sonst noch ein paar zusätzliche Dinge, sag ich mal so. Und zwar kann man da SD-Karten reinstecken. Die Klappe da, da ist so eine SD-Klappe auf der linken Seite der Konsole, also von vorne gesehen. Auf der linken Seite ist so eine Klappe, die kann man hochklappen, da gibt es verschiedene SD-Schlitze. Das haben sie auch bei der 80 GB Variante entfernt. Ich weiß nicht, ob das jemals wieder hinzugefügt wurde. Aber das ist mir sofort aufgefallen. Auch insgesamt sieht die 60 GB Variante wesentlich wertiger aus, also hochwertiger. Ich meine, das kann natürlich durchaus sein, weil der Preis der PlayStation 3 war ja damals 600 Euro. Was ja irgendwie dann doch ein bisschen zu viel war. Das hat Sony ja dann auch gemerkt und dann mussten sie halt reagieren und sie günstiger machen. Und wie macht man so ein Modell günstiger? Wie macht man eine Konsole günstiger? Indem man Materialien einspart oder sie halt ersetzt gegen billigere Materialien. Das haben sie auch getan. Also die alte PlayStation 3 sieht auf jeden Fall viel hochwertiger aus. Das ist mir direkt ins Auge gefallen. Das war mir so gar nicht bewusst. Ich habe sie eigentlich nur deshalb gekauft, wegen der Abwärtskompatibilität. Und weil ich sie halt schon deshalb lange haben wollte mal. Nur damals war sie halt in dem Sinne eigentlich unbezahlbar. Weil sie doch so, ja, damals war die PlayStation 3, da war die PlayStation 3 aber noch neuer. Da hatte ich schon Interesse dran. Da war gerade mal, glaube ich, die PlayStation 4 draußen. Und da hat die 60 GB Variante noch wesentlich mehr gekostet. Und deswegen kam sie da für mich nie in Frage. Aber jetzt war es halbwegs bezahlbar.
Ich habe ein bisschen über 100 Euro ausgegeben. Und, also 160 Euro habe ich ausgegeben. Nicht für die Konsole an sich nur. Es gab auch noch einen Controller dazu und 4 Spiele. Also von daher war das eigentlich in Ordnung, finde ich. Ich hätte mir natürlich auch eine PlayStation Slim holen können. Das wäre dann auch günstiger gewesen. Aber ich wollte, wie gesagt, die 60 GB Variante haben. Und habe deswegen auch sie gekauft. Da 60 GB aber nicht so viel Speicher sind, gerade nicht in der heutigen Zeit, und auch die gerade die späteren PlayStation 3 Spiele haben ja, die fressen ja unglaublich viel Speicher. Da reichen 60 GB ja um Längen nicht. Da müsste ich ja jedes Spiel dann quasi nach dem Durchspiel wieder löschen. Was man natürlich machen kann, aber es ist ja lästig, also das will man ja nicht jedes Mal machen. Deswegen habe ich mir da auch nochmal eine neue Festplatte gekauft. Und die ist auch da und die wollte ich jetzt eigentlich einbauen. Auch jetzt gerade, wo ich Urlaub hatte die Woche. Heute ist Sonntag, heute ist mein letzter Tag quasi. Morgen muss ich wieder arbeiten. Und, naja, hab also quasi... Es ist ja nicht schwer, eine PlayStation 3 Festplatte auszutauschen. Du hast an der Seite, hast du so eine Klappe, die musst du aufbrechen, würde ich schon fast sagen. Und dann musst du so eine blaue Schraube, musst du halt... aufschrauben und dann kannst du halt auch schon den Festplattenkäfig samt Festplatte rausziehen. Und der Käfig ist dann quasi nochmal an 4 kleinen Schrauben befestigt. Also nicht der Käfig, sondern die Festplatte am Käfig, so. Und naja, das sind so wahnsinnig kleine Schrauben. Und ich hatte jetzt gerade nicht so einen kleinen Schraubendreher hier parat. Weil es sind wirklich, wirklich kleine Schrauben. Und naja, das Resultat daraus war, dass die Schrauben dann von meinem etwas größeren Schraubendreher abgeknubbelt wurden. Wenn das, ja, wie soll ich sonst beschreiben? Ja, abgenutzt. Der Kreuzschlitz ist quasi kaputt. Es ist kein Kreuzschlitz mehr, es ist jetzt einfach nur noch ein rundes Loch da in der Schraube drin und ich krieg da keinen Grip mehr drauf. Ja, und jetzt kann ich meine Festplatte nicht aus dem Käfig befreien. Und kann meine 500 GB Festplatte dementsprechend nicht einbauen, was mich ziemlich verärgert hat. Ich hatte echt schlechte Laune deswegen. Das hat mir schon irgendwie den Tag so ein bisschen verdorben, weil ich mich echt darauf gefreut hatte, meine PlayStation 3 mit den ganzen Spielen zu bestücken. Und naja, was ist jetzt der Plan? Ich habe mir einen neuen Käfig bestellt, weil ich habe zwar gegoogelt, es hieß zwar, man kann die Schrauben lösen, indem man zum Beispiel Gummiband oder irgendein Gummi da auf die Schraube legt und dann mit dem Schraubendreher da ordentlich drauf drückt, ordentlich Druck erzeugt, dass man dann ein bisschen mehr Grip hat und eventuell dann die Schraube löst. Habe ich probiert, hat nicht geklappt. Und ja, es gibt ja so eine Schraubenausdreher, die man auch verwenden könnte, aber dafür braucht man natürlich auch die entsprechende Größe. Und das sind wirklich sehr, sehr kleine Schrauben, also... Jeder, der mal so eine PlayStation 3 Festplatte ausgetauscht hat, der wird mir sicherlich zustimmen, dass die Schrauben wirklich klein sind. Kann natürlich vom Modell zu Modell unterschiedlich sein. Aber bei der alten 60 GB Variante sind die wirklich wahnsinnig klein. Und deswegen habe ich mir einen neuen Käfig bestellt. Das Problem ist, ich habe im Internet keinen einzigen Käfig gefunden, der so aussah wie der, den ich da habe. Ich habe immer nur welche für die Slim gefunden. Und habe mir jetzt irgendeinen anderen... Also der Käfig ist ja für 2,5 Zoll Festplatten. Und den habe ich mir jetzt irgendwo aus dem Internet bestellt. Also nicht irgendwo, sondern auf eBay. Oder war es Amazon? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall habe ich mir den bestellt. Der sieht nicht so aus. Aber ich hoffe trotzdem, dass das passen wird. Problem ist, man hat da im PlayStation 3 Schacht nicht so viel Spielraum. Das heißt, der darf jetzt nicht unglaublich abweichen. Von den Maßen her und so weiter. Ich habe mir den jetzt einfach mal auf gut Glück bestellt für, glaube ich, 5 Euro oder so. Kann man ja mal machen. Wenn der nicht passt, dann... Habe ich halt Pech gehabt. Aber ich möchte unbedingt diese Festplatte einfach einbauen, weil ich keine Lust habe, jetzt mit der 60 GB Festplatte anzufangen, da Spiele zu installieren. Weil ich sowieso dann die wieder austauschen muss. Und das sowieso dann wieder, ja, dann muss ich wieder alles neu installieren und so weiter. Das lohnt sich halt einfach nicht. Und, naja, jetzt warte ich halt erstmal auf den Käfig ab. Also, bis der da ist. Und wenn er dann da ist, baue ich die Festplatte da mal ein und guck mal, ob das dann passt. Ich hoffe, es passt wirklich, das wäre schön. Andernfalls muss ich mir halt wirklich einen Schraubenausdreher suchen, der groß, also klein genug ist, um diese Schrauben zu entfernen. Und dann habe ich das Problem, dass ich keine Schrauben habe. Das kommt dann noch erschwerend dazu. Da muss ich mir erstmal solche Schrauben besorgen. Es ist alles so umständlich, das habe ich mir alles anders erhofft. Und deswegen war ich verständlicherweise ziemlich frustriert darüber. Weil ich habe mir wirklich schon Gedanken gemacht... Was könnte man so
für Spiele, Let's Playen. Jetzt, wo ich endlich mich mit OBS mal auseinandergesetzt habe. Und so langsam aber sicher das ganze Programm so verstanden habe, was ich einstellen muss. Natürlich nicht perfekt, deswegen ist das hier auch immer noch ein Testvideo. Aber so langsam aber sicher komme ich rein bei OBS. Und das ist ja auch immer schön, wenn man sich als YouTuber und als Let's Player dann auch in dem Sinne, man muss sich immer weiterentwickeln. Und man muss auch zwangsläufig mal mit Programmen sich beschäftigen, von denen man keine Ahnung hat, weil sonst wird man nie besser. Und es ist immer schön, wenn man da so ein bisschen variabel unterwegs ist und verschiedene Programme hat, mit denen man aufnehmen kann, falls mal ein Programm bei einem Spiel streiken sollte. Das ist einfach immer besser, wenn man da mehrere Möglichkeiten hat. Und gerade im Konsolenbereich ist OBS ja eigentlich das Nonplusultra. Womit soll ich sonst aufnehmen? Deswegen, ja. Ist das schön, dass ich mich jetzt wegen der Store-Schließung mal damit beschäftigt habe, mit dem ganzen Thema OBS und wie man es einstellt und ja. Genau. So viel wollte ich eigentlich sagen. Meine Festplatte ist kaputt, das habe ich erzählt. PlayStation 3. Nur rechnet jetzt nicht in der nächsten Zeit mit einem neuen Projekt. Es kann natürlich trotzdem sein, dass ich da irgendwie doch was mache. Aber ich muss halt wirklich erstmal mich mit GTA 5 jetzt noch weiter beschäftigen. Ich möchte GTA 5 jetzt langsam mal auf die Zielgerade bringen, sag ich mal so. Es ist natürlich immer noch ein ziemlich weiter Weg, aber alleine jetzt durch die Woche Urlaub hat das natürlich, das hat enorm geholfen, weil ich habe ja, das kann ich ja auch schon mal sagen, das ist jetzt noch gar nicht online, das Video, aber ich habe in meinem Urlaub das Briefschnipsel-Video gemacht, das ist ja schon online, und ich habe gleichzeitig auch noch die Monster-Stunts, habe ich auch noch geschafft. Also, die Monster-Stunts waren um ein Vielfaches aufwendiger als die Briefschnipsel, weil man die Stunts natürlich auch immer noch schaffen musste. Es ist ja kein bloßes Einsammeln von irgendeinem Objekt, sondern es ist ja auch noch ein Sprung, den man dann auch noch vollführen musste. Und ich finde, in GTA 5, besonders in GTA 5, sind die Monster-Stunts wirklich nicht leicht gewesen, weil man teilweise sich wirklich gefragt hat, was möchte Rockstar jetzt hier eigentlich von mir? Was soll ich da machen? Ich habe mir so oft die Frage gestellt, was möchte Rockstar von mir? Wo soll ich hinspringen? Was ist die Vorgabe? Ich weiß nicht, die Monster-Stunts in GTA 5 waren wirklich ziemlich komisch. So viel kann ich ja schon mal sagen. Das war wirklich, also das habe ich so auch noch nicht gehabt. Das war in den älteren Teilen immer wesentlich einfacher, da zu verstehen, was die Vorgabe ist. Doch aber in dem Fall war das wirklich so, dass man sich manchmal wirklich gefragt hat, wo soll ich da jetzt eigentlich hinspringen? Springe ich zu weit, ist es nicht in Ordnung? Springe ich halt zu kurz, ist es nicht in Ordnung? Und na, schaffen wir es auch hier, das frei für alle zu gewinnen innerhalb des Zeitlimits? Ach, Camper. Es ist realistisch. Ich könnte es schaffen. Ein bisschen durchs Zentrum laufen. Vielleicht finde ich ja noch den einen oder anderen. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr. Jetzt müsste ich schon zwei hintereinander finden. So, und jetzt noch ein. Es ist möglich. Nee. Egal. Einsatzbereit. Erfolg freigeschaltet. Ja, okay. Nehme ich mit. Okay, lass uns doch mal eine Runde spielen. Einfach damit, haben wir drei Runden geschafft. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die Runden jetzt gedauert haben insgesamt, aber man kann es ja mal machen. Es ist ja in Ordnung. Umso besser, je länger ich jetzt aufnehme, umso besser ist dann meine Referenz, die ich habe mit der Xbox 360. Ist ja auch nicht so schlecht zu wissen. Denn auf der Xbox 360 ist meine Lieblingsvideospielserie beheimatet, und zwar Fable. Und deswegen bin ich der Xbox 360 auch auf ewig dankbar, denn dank ihr habe ich halt Fable entdeckt für mich. Es gibt es auch auf PC, außer den zweiten Teil, denn der ist wirklich exklusiv für die 360 erschienen. Also da gibt es keine andere Möglichkeit, als hier die mit der 360 zu spielen. Ich glaube, auf der One müsste das eigentlich auch funktionieren, aber grundsätzlich ist es ein 360-Exklusivtitel. Und deswegen werde ich sicherlich in Zukunft auch mal ein Fable-Let's Play machen. Weil ich finde, Fable ist ein cooles Rollenspiel, was erstmal vom Humor her sehr cool ist. Also, das macht riesen Spaß und es nimmt sich selber nicht zu ernst, weiß aber dann auch wieder, wann es ernster sein muss. Also, es ist ein schöner Spagat zwischen Ernsthaftigkeit und Lockerheit, was mir sehr, sehr gefällt. Und den ganzen Stil liebe ich einfach dieser Serie.
Deswegen kann durchaus mal passieren, dass ich da mal ein Let's Play drüber machen werde. Auch ist es von der Länge her nicht so vergleichbar mit einem Skyrim oder so, was ich zum Beispiel niemals anfassen werde. Also ich will mich man soll natürlich nichts in Stein meißeln, ist klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich... Am Ende mache ich es vielleicht doch. Also ich will es nicht ausschließen, aber ich sag mal, es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass ich mal so ein Spiel wie Skyrim spielen werde. Weil es ist einfach viel zu umfangreich. Da könnte man eigentlich auch ein extra Video drüber machen, über diese Thematik. Lange Projekte, ja oder nein. Das kann man nicht einfach so mit... Das kann man nicht mit ja oder nein beantworten. Da gibt es viele Argumente dafür und dagegen. Ein Argument für mich dagegen ist immer, dass es einfach viel zu lange dann läuft. Ist ja logisch bei so einem großen Spielen. Das Projekt läuft einfach viel zu lange und nimmt anderen Projekten, die in der Zeit hätten kommen können, den Platz weg. Und statt, keine Ahnung, 5 Spielen oder 10 Spielen, 10 kompletten Let's Plays, hat man dann halt dieses eine Let's Play. Und dann, sage ich ganz ehrlich, dann entscheide ich mich doch lieber für die 10 Spiele und habe dann auch eine ganz andere, also ganz verschiedene Geschichten, auf die ich mich einlassen kann. Und deswegen ist das für mich so eher so das Nummer 1 Argument gegen solche langen Spiele. Also deswegen sind Rollenspiele, so gerne ich sie mal spielen würde, weil... Es ist ja schön, sich mit so einem Charakter zu identifizieren, mit ihm was aufzubauen, eine lange Geschichte und eine lange Reise zu erleben. Aber es ist dann halt doch irgendwann auch eine Frage der Motivation. Also ich sag ganz ehrlich, privat ist das ja kein Problem. Privat ist ja echt kein Problem, ein Rollenspiel zu spielen. Wobei das als berufstätiger Mensch, wie ich ja einer bin, auch wieder schwierig ist, weil man will ja dann vielleicht auch mal was anderes spielen und das Spiel nimmt halt so viel Zeit in Anspruch und... Dann kommt dann wieder das Argument, was ich eben schon genannt habe. Will man 10 verschiedene Geschichten kennenlernen oder spielt man halt ein einziges Spiel? Und naja. Dann ist halt so... Ist halt so die Sache. Muss man dann für sich selber entscheiden. Aber halt diese Sache mit 10 Let's Plays oder halt nur ein Let's Play. Da sage ich ganz ehrlich, dann nehme ich doch lieber die 10 Let's Plays und habe dann aber auch wirklich viel mehr Abwechslung. Weil es ist bei langen Projekten so, als Let's Player, es kann zu einem gewissen Zeitpunkt mal vorkommen, dass man sich denkt, ja, das ist ja, man entdeckt halt andere Spiele, während man das eine lange Spiel Let's Playt. Und denkt sich so, ja, das könnte man doch auch mal Let's Playen. Problem an der Sache ist natürlich dann, wenn man so ein langes Spiel gerade noch am Laufen hat, man kann es nicht anfangen, weil das lange Spiel ja immer noch läuft. Und das ist dann halt so die Problematik. Man will eigentlich schon ein anderes Spiel spielen. Man bekommt ja manchmal auch spontan einfach Ideen für Spiele, die man einfach Let's Playen könnte. Aber dann hat man halt noch so große Spiele vor der Brust und dann kann man die nicht anfangen. Und das ist dann halt dann wieder auch ein bisschen frustrierend. Und deswegen kann es sein, dass die Motivationskurve bei so einem Langzeitprojekt dann auch mal rapide in den Keller gehen kann. Das ist immer so, man könnte sagen, das ist, also bei mir ist sowas dann immer ein bisschen phasenweise. Das ist auch bei GTA Let's Plays so. Gerade so wie bei GTA 5 oder so. Das ist immer so ein bisschen motivationstechnisch immer so ein bisschen... Es hat so verschiedene Phasen. Also ich habe mal Phasen, da bin ich ultra motiviert und möchte einfach, kann es kaum abwarten, die nächsten Folgen aufzunehmen. Bei GTA 5, jetzt zum Beispiel, wie ich gesagt habe. Und kann ich es halt kaum erwarten, weiter zu spielen und bin richtig motiviert und nehme richtig viel im Voraus auf und es ist super cool. Aber dann gibt es irgendwann auch mal wieder so Phasen, jetzt gerade bei so, jetzt wo ich diese Sammelsachen so mache, wo die Motivation halt so ein bisschen geringer ist als jetzt zum Beispiel am Anfang des Projektes oder wenn ich, oder während einer Story-Phase, wo ich viele Story-Missionen spiele, da ist es schon manchmal so ein bisschen schwer, sich zu motivieren. Und das ist natürlich auch die Gefahr bei so langen Projekten, dass man da irgendwann vielleicht die Motivation verliert und sie dann gar nicht zu Ende spielt. Das Problem habe ich normalerweise nicht, weil gerade YouTube hilft mir dabei, überhaupt Videospiele zu spielen. Weil ich sonst halt, habe ich ja auch schon mal erwähnt, relativ wenig zocke. Und außerdem hilft es mir auch so eine lang... Also, es hilft mir einfach, Spiele durchzuspielen und auch zu 100% zu spielen. Es hat mir bei allen GTA-Let's Plays bisher geholfen, 100% zu erreichen. Was ich ja zuvor noch nie gemacht hatte. Ich hatte vor meinem YouTube-Kanal noch nie ein GTA zu 100% durchgespielt. Und die Let's Plays haben mir halt dabei geholfen, das Ganze auch mal durchzuziehen. Aber wenn man die Motivation dann verliert, ist natürlich trotzdem dann ein bisschen blöd, weil es ist dann, ich sag mal so, manchmal habe ich halt, ich drücke mich manchmal so ein bisschen vor der Aufnahme, auch bei GTA 5, muss ich einfach so sagen,
und muss mich dann so ein bisschen dazu zwingen, mal aufzunehmen. Und wenn ich dann im Spiel drin bin, dann habe ich auch richtig Spaß. Das ist doch dann cool. Aber dieses erstmal den Schritt zu gehen und aufzunehmen, das ist immer manchmal ein bisschen schwierig. Bei so einem Mammutprojekt. Und deswegen möchte ich jetzt auch langsam mal, dass GTA 5 auf die Zielgerade zugeht und dann auch mal beendet wird. Und ja, das wollte ich nur einmal sagen. Oh mein Gott, wie konnte ich den nicht sehen? Also ich hätte lieben gern jetzt auch MW3 als Testvideo für die PlayStation 3 gemacht. Aufgenommen. Aber ich habe euch ja gesagt, ich kann es ja leider nicht machen aktuell. Es ist ein bisschen frustrierend gewesen. Das hat mir jetzt auch ein bisschen, ich würde nicht sagen, das Wochenende vermiest, aber es war halt schon wieder so eine Sache, die mich jetzt wieder extrem demotiviert hat, überhaupt irgendwas zu machen. Und naja. Wollte ich nur mal gesagt haben. Einfach nur mal so ein Infovideo, meine Gemütslage aktuell, was ich so im Hintergrund vielleicht plane. Mache ich viel zu selten eigentlich. Vielleicht sollte ich einfach mal, vielleicht auch vor der Kamera, mit meiner Webcam, hin und wieder mal so Infovideos einfach mal bringen. Um einfach mal den aktuellen Stand vielleicht zu, über die aktuellen Dinge halt einfach zu reden. Wäre ja vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, wenn ihr da vielleicht auch mal den aktuellen Stand der Dinge immer erfahren würdet. Aber aktuell ist halt wirklich eigentlich nicht so viel los. Jetzt durch die PlayStation 3 ist natürlich einiges wieder passiert und das ist auch ziemlich aufregend für mich. Es ist halt was Neues. Konsolenaufnahmen habe ich bisher nicht so viel Erfahrung mit, aber es ist etwas, wo ich mich auf jeden Fall auch weiterentwickeln möchte und besser werden möchte. Und das geht nur, wenn man sich dann eben mit der jeweiligen Hardware auch auseinandersetzt. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Also ich werde das Problem in den Griff bekommen und werde halt auch ein Testvideo vielleicht, wahrscheinlich mit Modern... Muss ich denn jetzt aufstoßen? Wahrscheinlich mit Modern Warfare 3. Dass ich da einfach mal auch nochmal eine Runde mit euch zocke ein bisschen. Ich hoffe, dann finde ich da ein paar Lobbys. Ich würde zu gerne mal wieder MW3 online spielen. Das wäre echt ziemlich cool. Das habe ich echt, glaube ich, acht Jahre bestimmt schon nicht mehr gemacht. Und ja, so viel gibt es eigentlich dann nicht mehr zu erzählen. Habe ich soweit, glaube ich, alles abgedeckt, was ich erzählen wollte. Ist nicht optimal gewesen. Ich merke immer wieder, ich muss sowas öfters machen mit Gameplay und dann auch noch auf das irgendein Thema behandeln. Das ist, finde ich, gar nicht so einfach. Ich glaube, ich bin da einfach nicht so multitaskingfähig. Wenn ich jetzt komplett Gameplay bezogen kommentiert hätte, wäre es für mich einfacher gewesen. Aber bei so einem Multiplayer-Game Gameplay bezogen kommentieren ist dann aber auch irgendwann am Anfang vielleicht noch cool, aber dann nach den ersten 3-4 Runden ist es dann auch irgendwann langweilig. Oh, ich habe den getötet. Oh, jetzt gehe ich in Deckung. Oh, ich lade mal nach. Das ist halt irgendwann auch wirklich langweilig. Das heißt, wenn ich solche ich könnte mir auch vorstellen, solche Spiele einfach mal online zu spielen, so ein Online-Format zu machen. Von irgendeinem COD, zum Beispiel MW3, einfach mal so ein Online-Format zu machen. Hin und wieder mal dann mal eine Folge zu bringen. Also wirklich unregelmäßig, aber dann immer mal wieder. Und dass ich dann vielleicht über gewisse Themen spreche oder so, dass man einfach, also so ein, ich könnte mir auch vorstellen, so ein Infovideo-Format zu bringen, aber ich würde das auch gerne irgendwie mit einem Spiel verknüpfen. Also, ich weiß nicht. Gerade wenn das die jeweilige Konsole betrifft, könnte man ja dann auch ein jeweiliges Konsolenspiel dann eben auch nehmen, als, um sich ein bisschen berieseln zu lassen. Weil so reine Infovideos vor der Kamera, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, dann auch ein bisschen uninteressant. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dazu wäre. Also könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Infovideos lieber einfach vor der Kamera oder halt einfach so, wie ich es jetzt gemacht habe. So mit ein bisschen Gameplay, dass es nicht ganz so langweilig ist. Oder halt beides mal gemischt, so je nachdem. Das ist halt, keine Ahnung, einfach nur mal so. Vielleicht mal eine Frage in den Raum geworfen. Ich weiß ja immer nicht, wie ihr das so alles seht. Ich mache mir da halt so meine Gedanken, aber es ist auch immer cool, eure Meinung dazu auch mal einfach mal zu hören. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie lang dieses Video ist. Ich kann ja einmal hier den Vollbildmodus schließen, das kriegt ihr ja gar nicht mit bei OBS. Ich nehme jetzt schon eine halbe Stunde auf. What? Eine halbe Stunde habe ich aufgenommen. Ja, dann ist es jetzt aber allerhöchste Zeit, das Video auch mal zu beenden. Ich überlege gerade noch, ob ich irgendwas vergessen habe zu erwähnen. PlayStation 3 habe ich erzählt. Die Probleme mit der PlayStation 3, 360 Infovideo und die Thematik mit den langen Projekten ist vielleicht auch ein extra Video wert, wo ich mir vielleicht im Vorfeld ein paar Gedanken mehr mache, mir vielleicht auch ein paar Argumente aufschreibe, die dafür oder dagegen sprechen. Das wäre eigentlich ein ziemlich cooles Video, würde ich mal meinen. Aber das ist alles jetzt noch Zukunftsmusik. Auf jeden Fall kommt was von der PlayStation 3, macht euch keine Sorgen, es kommt was. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber ich muss wirklich zusehen, dass ich mich mit GTA 5 beschäftige und das Spiel zu Ende bringe, damit ich dann Platz habe für neue Projekte
und nach GTA 5, da lege ich mich hundertprozentig fest, werde ich auf jeden Fall eine GTA-Pause einlegen und erstmal andere Spiele spielen. Vielleicht auch Spiele, die ihr gar nicht von mir gewohnt seid, wo ihr vielleicht gedacht hättet, ja, sowas hätte ich beim Contra ja nie erwartet. Vielleicht. Werden wir mal schauen. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr wollt... Mensch, verkackt meine Stimme. Denn meine Stimme hat auch langsam genug. Naja, wenn ihr wollt, dann bis zum nächsten Mal.